Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. 10 neue Tipps rund um den Skoda Enyaq und ein Bonus ist wie beim letzten Video, Link hier oben und unten in der Beschreibung, natürlich auch wieder mit dabei. Daher, das ist Teil 2. Teil 1 unbedingt angucken, da sind auch 15 Tipps und Tricks mit Bonus drin. Und hier gilt natürlich auch wieder, vieles von dem, was ich erzähle, das steht auch in der Betriebsanleitung. Doch wer liest da schon nach? Manches davon, das findet man im Alltag heraus. Und wiederum andere Sachen, die sind gar nicht Enyaq-spezifisch, sondern Skoda-spezifisch. Aber mit dem Enyaq haben wir natürlich auch viele Markenneulinge. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesen 10 Tipps und Tricks. Auf geht's! Wer kennt es nicht? Die Musik spielt, man sitzt im Auto. Ihr hört jetzt hier natürlich einfach ein lizenzfreies Stück, dass ich keine Probleme mit YouTube habe. Und dann steigt der Fahrer aus, macht die Tür auf. Und genau das passiert. Die Musik ist aus, das Display ist aus und niemand hört mehr etwas. Das ist ärgerlich, aber es gibt eine einfache Lösung. Einfach 5 Sekunden auf die Ein-Aus-Taste drücken. Auch wenn kein Fahrer drauf sitzt, ihr seht, ich sitze nicht auf dem Sitz, niemand ist angeschnallt, das Display geht wieder an und die Musik spielt dann auch munter weiter. Bitteschön. Kommen wir zum nächsten Tipp und der bezieht sich auf den rechten Drehknopf. Ihr wisst wahrscheinlich, dass wenn ihr den Knopf darüber drückt, ihr mit dem Drehknopf zwischen dem Geschwindigkeitsbegrenzer und der automatischen Distanzregelung wechseln könnt und mit einem Druck darauf das bestätigen könnt. Ihr könnt mit diesem Knopf aber noch etwas mehr machen. Denn wenn ihr angerufen werdet und dort klingelt das Telefon, könnt ihr den Knopf drücken und ihr nehmt das Gespräch an. Was leider nicht geht, ist mit dem Drücken des Knopfes das Gespräch beenden. Jetzt sagt ihr natürlich vielleicht, das ist eigentlich egal, ich kann ja auch vorne drücken. Es gibt aber eine Situation, wo ihr vorne nicht drücken könnt und das ist, wenn ihr die Kameraansicht anhabt. Ihr seht, der Anruf geht ein, aber ihr könnt ihn nicht annehmen. Hier hilft euch der Knopf und der Anruf ist angenommen. Beenden geht natürlich nicht, aber die andere Frage lautet natürlich auch, wenn ihr mitten im Rangieren seid und euch konzentriert darauf, wie klug es ist, dann einen Anruf anzunehmen. Ein weiterer Tipp, der sich auf das Lenkrad bezieht, allerdings nicht nur. Da geht es darum, wenn ihr Musik hört oder noch besser, wenn ihr Podcasts oder Hörbücher hört. Dass man hier mit vor und zurück und hier auch vor und zurück springen kann, um durch die Kapitel zu wechseln oder zum nächsten Titel, ist sicher auch jedem bekannt. Wenn ihr aber lange auf den Knopf drückt, dann könnt ihr natürlich auch spulen im 10-Sekunden-Rhythmus. Ihr seht es vorwärts. Und das Ganze geht beim Druck natürlich auch rückwärts. Das Gleiche könnt ihr übrigens auch hier vorne mit den Knöpfen machen. Wenn ihr lange mit dem Finger drauf drückt, seht ihr, spule ich jetzt rückwärts und auf der anderen Seite lange drauf gedrückt vorwärts. Das bedingt natürlich, dass ihr dieses große Widget habt mit den Bedienelementen. Wenn ihr zum Beispiel dieses kleine Widget hier habt, funktioniert das Ganze nicht. Am Lenkrad geht es dann natürlich trotzdem. Weiter zu einem praktischen Tipp rund um die Navigation. Manchmal, da hat man eine Wegstrecke vor sich mit Zwischenzielen. Ich habe das hier auch mal gemacht. Auf dem Weg nach Chur möchte ich zum Bahnhof Landquart, nach Maienfeld und Melz. Und wenn einem die Reihenfolge hier nicht mehr gefällt, na, da gibt es hier einen ganz einfachen Tipp. Drag and Drop. Lange mit dem Finger drauf und dann könnt ihr Zwischenziele einfach verschieben und die Route wird natürlich auch sofort neu berechnet. Zack. Bitte fahren Sie zur angezeigten. Inwieweit das Ganze dann natürlich noch Sinn macht, müsst ihr selber wissen. Aber wenn ihr Zwischenziele verschieben wollt, na, dann macht das einfach mit eurem Finger. Lange draufhalten, an die passende Position schieben und gut ist. Das bietet sich natürlich vor allem an, wenn ihr dann mal Sonderziele mit hinzufügen wollt, die ihr einpflegen wollt, wie eine Ladestation, weil ihr die mit einer anderen App geplant habt, weil das hier nicht funktioniert oder ähnliches. Kommen wir zum nächsten Tipp
Das ist die Übersicht der Favoriten oder Vorschläge eurer Navigation. Ihr seht ja hier auch noch so ein bisschen von dem Tipp vorhin mit dem Verschieben von Zwischenzielen. Und wenn euch das hier nicht gefällt, und die Gründe dafür können ja durchaus vielfältig sein, warum man bestimmte Zwischenziele hier nicht eingeblendet haben möchte, na, dann könnt ihr das einfach löschen, indem ihr mit dem Finger nach links wischt und auf den Mülleimer geht. Der Skoda fragt euch, möchtet ihr das wirklich löschen? Ja, möchte ich. Und was euch auffällt, er ersetzt es dann mit einem älteren oder früheren Ziel, das ihr hattet. Bei mir ist jetzt gerade einfach Mladá Boleslav dazugekommen. Und natürlich könnt ihr das mit jedem Eintrag hier machen und einfach rauslöschen. Und zack, kommt wieder ein Vorschlag aus der Vergangenheit. Ihr seht, euer Skoda hat ein sehr gutes Gedächtnis, wo ihr schon überall hingefahren seid. Manche Leute hören super gerne Radio im Fahrzeug. Und dabei gibt es eine Besonderheit, wenn ihr einfach so Radio hört und dann hier die Sender mit den Falltasten durchwechselt, dann wechselt er im Allgemeinen grundsätzlich durch alle Radiosender der Reihe nach. Auch die, die vielleicht gar nicht in euren Favoriten sind und die ihr gar nicht hören möchtet. Da gibt es auch einen kleinen Tipp und eine einfache Abhilfe. Geht ins Setup, Radio, Senderwechsel, nicht alle Sender, sondern Favoriten. Und jetzt, ihr seht, ich habe einfach mal drei Favoriten konfiguriert. Ich selbst bin kein Radiohörer im Auto, von daher ist das für mich einfach nur für dieses Video. Aber er merkt sich jetzt den letzten Sender und wenn ich blättere, springt er nur noch durch meine Favoriten und eben den zuletzt gehörten Sender. Dieser Tipp bezieht sich auf die Ambientebeleuchtung. Denn bei der Ambientebeleuchtung gilt, ihr könnt zwar zwei Farben einstellen, aber die Fußraumbeleuchtung selbst hier unten bleibt immer weiß, während die Beleuchtung hier im Mittelteil dann die oben eingestellte zweite Farbe annimmt. Vielleicht kann man es auch hier nochmal schön im Unterschied sehen auf meinen Schuhen versus Mittelkonsole. Wenn euch das nicht gefällt, da gibt es eine kleine und einfache Abhilfe. Geht hier in die Helligkeit bei den individuellen Einstellungen, wählt die Fußraumbeleuchtung und stellt sie einfach hier auf 0. Dann habt ihr zwar keine Fußraumbeleuchtung selbst in Weiß mehr, aber dafür nur noch das farbliche Licht hier unten. Ich stelle es auch nochmal farblich um, jetzt auf Lila, dass man es etwas besser sieht. Dieser Tipp bezieht sich auf dieses Ablagefach hier, besser gesagt das, was sich dahinter verbirgt. Wenn ihr hier oben reingreift und an der Seite diese kleinen Plastiknasen leicht zur Seite biegt, könnt ihr das Fach nach unten abklappen und rausziehen. Dahinter ist einfach der Sicherungskasten des ENIAC. Und hier geht es um diese Sicherung hier unten, die gelbe. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, die ist in der mittleren und unteren Position eingesteckt. Oben drüber ist noch ein kleiner freier Platz. Es handelt sich dabei übrigens um Sicherung Nummer 52. Die ist zuständig für die 12 Volt Steckdosen. Und für diese 12 Volt Steckdosen kennt sie nämlich genau zwei Modi, in der sie betrieben werden kann. Einmal, dass nur Strom anliegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und einmal, dass der Strom dauerhaft anliegt. Und ab Werk, wie bei mir, liegt der Strom dauerhaft an. Wenn ihr das ändern wollt, na, dann steckt diese Sicherung einfach um in die obere und mittlere Position. Dann haben die 12 Volt Steckdosen nur Strom, wenn die Zündung ein ist. Habt ihr sie in der unteren und mittleren Position, so wie hier, dann ist der Strom dauerhaft auf den Steckdosen. Dieser kleine Trick bezieht sich auf die elektrisch verstellbaren Sitze, wenn ihr die ausgewählt habt und ist auch nicht ENIAC-spezifisch. Und ist vor allem dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel zu zweit oder zu mehreren das Auto nutzt, so wie ich. Ich sitze jetzt hier, wie ihr seht, viel zu weit weg. Ihr steigt ein, ihr macht die Tür zu, standardmäßig, und dann drückt ihr hier unten auf den Knopf für eure Sitzposition. Und wenn ihr loslasst, hört auch der Sitz auf, sich einzustellen. Ihr müsst also die ganze Zeit den Finger drauf lassen. Da gibt es eine kleine Abkürzung für. Ihr müsst nicht die ganze Zeit den Finger drauf lassen. Und wie das geht? Naja, das ist ganz einfach. Ich muss natürlich jetzt einmal noch den Sitz wieder verstellen.
und fahre ihn jetzt einfach kurz für das Video nach hinten. Und der Trick dabei ist, einsteigen und dann nicht nach der Tür greifen, sondern die Türe offen lassen. Und jetzt drücke ich hier unten einfach auf die 1. Und ihr hört es und ihr seht es, der Sitz fährt ohne mein Zutun direkt in die richtige Position. Und ihr könnt einfach mit einem kleinen Druck den Sitz direkt für euch einstellen. Auch dieser Tipp ist nicht Enyaq-spezifisch, aber manchmal möchte man dieses Laderollo aus dem Weg haben. Und dafür hat sich Skoda in diversen Modellen etwas überlegt. Wenn ihr nämlich das Transportpaket habt, was ich euch wiederum nur wärmstens empfehlen kann, dann habt ihr hier unten diesen Einsatz. Und in diesem Einsatz gibt es hier eine genaue Aussparung für das Laderollo. Da kann man es dann hineinlegen und glaubt, man hat es perfekt verstaut. Wenn ihr jetzt einfach den Deckel draufklappt, seht ihr aber, der federt leicht. Warum? Naja, die Enden stehen hier ein bisschen über. Und wer nicht dran denkt, dass hier die Ladetasche drin ist, da eckt es an der Ladetasche an. Achtet beim Verstauen dieses Rollos darauf, dass diese Kanten jeweils an der Außenseite des Styropureinsatzes und nicht an der Innenseite sind. Dafür müsst ihr die Ladetasche einfach kurz anheben. Die steht dann oben drauf, aber das geht. Jetzt liegt es bündig drin. Und wenn ihr jetzt den Deckel drauf macht, wackelt da gar nichts mehr. Und das Rollo ist aus den Augen, aus dem Sinn. Der Bonustipp für dieses Video bezieht sich hier unten auf die Pedalerie. Ich habe das hier bewusst schon gelöst, also nicht irritieren lassen. Wenn ihr hier unten keine Edelstahlpedale habt, weil ihr keine Sportline habt oder euch diese nicht gefallen, könnt ihr die auch einfach selber tauschen. Die entsprechenden Pedalkappen bekommt ihr einfach im Internet. Und ihr könnt zum Beispiel hier auch von der Bremse das abziehen. Das ging jetzt leichter als gewöhnlich, weil ich es vorgelöst habe. Sonst würde ich hier Schwierigkeiten beim Filmen haben. Und wenn euch das nicht gefällt, was euch Skoda hier liefert, na, dann nehmt doch einfach das beispielsweise vom VW ID4. Und wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, das ist genau gleich aufgebaut. Ihr könnt hier auch die ID4-Kappe draufpacken. Ist ein bisschen tricky, weil die muss ja fest sitzen. Und wenn ihr die dann richtig festmacht, das mache ich gleich noch, dann habt ihr da unten ein ID4-Pausepedal. Natürlich gibt es hier auch die Play-Variante. Die passt auch auf das Beschleunigungspedal. Diese Edelstahlkappen findet ihr zu fairen Preisen im Internet und könnt es, wie gesagt, problemlos auch einfach selber tauschen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe meine Standard-Edelstahlkappen ausgetauscht gegen die vom VW ID4 GTX. Die passen perfekt, es sind die gleichen Pedalen. Und jetzt habe ich Pause und Play statt den normalen. Und als nächstes muss ich, glaube ich, das dann da in Angriff nehmen. In Teil 1 gab es ja richtig viel Bonusmaterial rund um Laura. Man kann sagen, fast ein eigenes Kapitel. Auch diesmal habe ich noch einen kleinen zweiten Bonus dabei. Wiederum geht es um Laura. Ist nur eine Kleinigkeit. Wer Teil 1 kennt, der kennt auch schon folgendes Sprachkommando. Meine Eier sind kalt. Alles klar. Der Sitz vorn links wird gleich wärmer. Und ihr seht, die Sitzheizung ist auf 3 gegangen. Natürlich wird euch jetzt richtig warm und auch Laura achtet darauf, dass euch nicht zu warm wird. Ihr könntet ihr nämlich einfach dann Folgendes sagen. Meine Eier sind gekocht. In Ordnung. Der Sitz vorn links wird gleich kühler. Und ihr seht, eine Stufe weniger. Das war Teil 2 meiner Tipps und Tricks rund um den Skoda Enyaq und dazu gab es noch einen kleinen Bonus bezüglich der Pedalkappen. Hat dir das Video gefallen und hast du wieder etwas Neues über deinen Enyaq gelernt? Na, dann schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und falls du es noch nicht getan hast, guck dir unbedingt auch Teil 1 mit 15 Tipps und Tricks plus Bonus an. Und wenn du dann noch selber einen Tipp und Trick übrig hast, der nicht in diesen Videos enthalten ist, unbedingt in die Kommentare schreiben. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, bleib
Energie geladen.